Julian. Ja, das Training war tipptopp oder tippitoppi. Wir haben heute Morgen schon einen produktiven Vormittag gehabt, waren dann im Training und jetzt werden wir ganz, ganz viel essen. Wir haben mega Hunger und werden jetzt was Leckeres zubereiten, was schnell geht, und dann gehen wir in zwei Szenenlokale und da seid ihr natürlich live mit dabei. Gute Unterhaltung. Marius, eins musst du mir mal erklären. Warum servierst du das Essen in Schüsseln? Ja, Julian, bei der Menge an Essen, die wir hier auf unserem Plan haben, bringt ein Teller nichts. Das ist doch ganz normal, oder? Ja, weiß ich nicht, ob das normal ist. Also bei uns ist das mittlerweile normal, das stimmt, ja. Ich glaube nicht, dass die Welt das als normal ansieht. Warum? Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so esst. Ja. Ist auf jeden Fall praktisch. Sehr praktisch. Wie viele Kilokalorien haben wir jetzt hier? Das sind 250 Gramm Nudeln, das sind circa 780 Kilokalorien. Dann jede Dose Thunfisch, hier eine halbe Dose Bohnen, 500 Gramm Kaisergemüse. Boah. Das sind halt sonst 1,5, oder? Nee, 1,5 nicht. Das sind 780, dann ungefähr Thunfisch so 200 vielleicht, 980. Dann das Kaisergemüse so 200, 250. Also 1200. Circa, vielleicht ein bisschen mehr. Lecker. Alles easy, aber wir haben auch schon schwer trainiert. Genau. Dann Gurten. Ebenso. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Machen wir einen Geschmackstest. Erst und wie das, nennst du das Gericht jetzt? Das kommt aus Pumperkreisen, das nennt sich HS-Bowl. Okay. HS-Bowl bedeutet, dass man alles reinwerfen darf, was gesund ist. Und dann vermischt man das. Okay. Probieren wir das mal. Lecker! Delicious. Ja, yeah. Nee, das ist halt einfach nur gut. Das ist ganz gut, aber ich glaube, heute werden wir noch sehr viel raffiniertere Sachen essen. Oh ja. Schauen wir mal, wo wir so hingehen, oder? Genau. Perfekt. Oh, Marius, wie ist der Zwischenstand? Gut, es hat noch ein bisschen was. Ich hatte gerade auch ein Telefonat, das ist meine Ausrede. Aber der Julian isst auf jeden Fall schneller als ich, das ist Fakt. Das ist halt auch echt viel Essen. Also, ist das so? Ja, natürlich, das ist viel Essen. Du hast dich daran schon gewöhnt, glaube ich, Julian. Aber mit vollem Mund isst man nicht, deswegen lass mich mal weitermachen. Ja. Also, ciao. Mit vollem Mund isst man nicht. Du schaffst es! Woo! Applaus! So, und jetzt gleich gehen wir ins erste Lokal. Bis dahin noch guten Appetit, Marius, bei den letzten Bissen. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Szene-Lokal hier in Innsbruck, wo ich schon sehr, sehr häufig war. Es ist ziemlich kultig, sage ich mal. Hipster, werde ich euch jetzt mal zeigen. Kommt mal mit. Hier gibt es die raffiniertesten Sandwiches auf der ganzen Welt. Also wirklich der so kulinarisch der beste Laden hier in ganz Innsbruck. Nein, was ist los? Wo kommst du mit rein? Du bist ein Hampelmann. Nee, war nur ein Witz. Also, Subway ist es heute mal nicht. Aber es kommt der Sache ziemlich ähnlich. Echt? Nein, auch nicht. Schauen wir mal. Mal schauen, dass wir einen Bus kriegen. Ich weiß gar nicht, wann der fährt. Hast du nachgeschaut? Ich glaube, alle 15 Minuten, glaube ich. Ja, easy. Ja, da vorne steht der nicht. Okay, gut. Dann fahren wir mal hoch. Hoch? Aha. Ja, zur Sprungschanze. Ach so.
nicht zum Berg Isel gefahren, sondern wie ihr gerade schon gesehen habt, auf die Nordkette. Und gehen jetzt mal hier in den Pop-Up-Store bzw. Café von Bene Meier. Da kann man einerseits Kaffee trinken, Kuchen essen, aber auch Skia kaufen. Und das, ja, den Laden, diesen hippen Laden, stellen wir euch vor. Oder ist das wieder geschlossen? Ne, sieht nach geschlossener Gesellschaft aus. Oh, wollen wir trotzdem mal gucken. Gucken wir mal, ob wir da nicht reingehen können, aber... Was ist das hier für ein Gebäude da drüben? Das ist von der Hungerburgbahn. Und zwar kann man aus der Stadt mit einer Zahnradbahn hier hochfahren und muss dann gar nicht mit dem Bus fahren. Aber wir sind jetzt Bus gefahren, weil es ein bisschen näher von uns ist. Schauen wir mal. Ha, es sieht echt so aus, als wäre es geschlossen. Ja, da haben wir wohl mächtig Pech gehabt. Obwohl. Na, das Café. Ja, sieht schon geschlossen aus. Geschlossen! Ja, schade. Auf jeden Fall, man sieht ja hier, das kann man vielleicht mal kurz zeigen. Ja. Den Kaffee können wir jetzt nicht bewerten, aber in der Zeit verkaufen sie halt auch Skier. Unter anderem auch die Skier, die wir auch fahren zum Meld. Wo der Bene Meier auch Mitkunde ist. Der Laden heißt die Hit und Söhne und ist hier an der Bergstation von der Hungerburgbahn bzw. an der Talstation von der Seegrubenbahn. Jetzt hier in der Machete angekommen, in meinem Lieblings-Burrito-Laden. Ich werde mir jetzt was ganz Feines bestellen und gebe dann nachher Feedback. Es ist wirklich der Hipster-Laden, den es hier gibt, also im positiven Sinne. Also, wir haben wirklich sehr, sehr gute Sachen und ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Sehr gut. Und was hast du vor zu bestellen? Beef-Burrito auf jeden Fall, der ist sehr, sehr gut. Der vegetarische Teil gefällt mir nicht so gut, aber Beef vom Feinsten. Ja, perfekt. Nein, wir haben jetzt hier hingeschlafen. Die hat jetzt nicht geschlossen und in dem Sinne stoßen wir an. Cheers! Richtig gut! Lecker essen, Digga. Lecker, ja. Da ist das Teil. Warte mal, rate, bis der Marius es bekommt und dann probiere ich mal. Kannst ruhig essen. Soll ich schon mal reinbeißen? Ja, gerne. Kann ich mir den Appetit bei dir holen? Wie hast du den jetzt nochmal genannt? Maha-Masse? Ist das auch Maha-Masse? Sehr lecker. Sehr lecker. Wieder zurück zu Hause. Es war super lecker. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir doch noch ein Lokal zeigen konnten. Und damit endet jetzt auch ein wunderschöner Tag. Wir haben sehr, sehr viel arbeiten können, haben trotzdem ein gutes Video produziert und das bereitet mir große Freude und morgen geht es dann wieder auf den Berg. Morgen steht wieder Training auf dem Programm. Kurzschwung will ich morgen fahren und übermorgen am Samstag überlege ich mir noch, wo ich hinfahre. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich mal ins Kühtai fahren würde? Würde euch das interessieren? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. In dem Sinne verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Mach's gut, dein Julian. Ciao!